Moin Leute, was geht ab? Und dann jetzt kommt zu einem weiteren FIFA 21 Video. Heute mit ungelogen, ohne Clickbait, der wahrscheinlich besten SBC, die es jemals gab. Denn ihr könnt euch unendlich viel SBC-Futter für mehr oder weniger Silber- oder Bronzekarten eintauschen. Die meisten haben es, glaube ich, schon gesehen. Gestern gab es das 10x85-Plus-Pack. Das gab es jetzt schon häufiger auch mal als 10x87-Plus-Variante. Diesmal allerdings, wo man nur ein einziges Team abgeben muss. Und das Gute ist, dass man das halt einmal logischerweise abgeben muss. Also man braucht natürlich einmalig ein paar Karten. Aber dann kriegt man immer so viele Karten, so viel SBC-Futter zurück, dass man dann einfach ein paar Silberkarten reinhauen kann und den Rest kann man behalten. Und das führt dann dazu, dass man halt entweder hier so ein 300 plus Icon Pick man kann erneut machen, man kann Ronaldo machen, wie auch immer. Und man muss definitiv, das kann ich euch versprechen, vielleicht noch ein paar Silber-Bronze-Karten mal nebenbei kaufen oder einfach zur Not Silberpacks oder so ziehen. Ich hatte jetzt auch noch einige Silberkarten, Goldkarten, denke ich mal, haben jetzt noch aktuell die wenigsten. Bei mir sah es zumindest so aus. Ich werde euch das gleich nochmal näher erklären, auch im Clip habe ich es euch nochmal live gezeigt, gestern im Stream. Hab vorher allerdings noch einen 93 plus Icon Moments Pick gemacht, ich sag mal vor dieser SBC, also vor 19 Uhr. Da waren die Emotionen noch ein bisschen höher, es wird nicht der einzige sein, den ihr heute seht. Ich will nicht hingucken. Ich will nicht hingucken. Also ich predikte Mexiko, dann sage ich Kamerun, Schottland, Niederlande und ein Brasilianer. Und das ist Garrincha. Ach du Heilige! Shit. Es tut weh. Es tut wirklich, guckt euch das mal an, es tut wirklich weh. Ich ziehe nie gute Icons, nie, nie. Aber jedes Mal muss ich mir von euch anhören, wenn ich mal eine gute Karte ziehe. Ja, YouTuber haben immer so viel Packluck. Bei Icons nie. Mit ganzen Club habe ich davon gegeben. Das ist das dritte 93 plus Icon Moments Pack. Das zweite, was ich hier mache. Einer war doppelt. Und der andere, was ist das? Stoichkov, Lenica, Van Nistelrooy. Sind nur 93er. Zack, 3, 2, 1, kurz einen 99er mitnehmen. Scheiß Haaland, Alter. Jedes Mal kommt der raus. Jedes Mal. Die müssen OP sein. Normalerweise ziehe ich jetzt hier 10 Trash-Karten raus, weil ich ziehe eh nie was Spielbares vernünftig. Und dann muss ich nur eine Non-Wear-Karte mit dazu tun, mit den 10. Und dann kann ich das ja immer wieder machen, bis ich Ronaldo ziehe. Ja, Sancho, cooles SBC-Futter, klasse. Son, Modric, Reiner, Bonucci. Brauche ich alle nicht, haben wir alle jetzt wieder rein. Also ich habe durch ein Pack einen kostenlosen 97er, 96er, 94er und 94er bekommen. Du kannst ohne jetzt hart zu clickbaiten, glaube ich, jede SBC kostenlos abschließen, mit gewisser Zeit. Und das ist schon krank. Wir machen mal den nächsten Test. Eins können wir ja noch machen. Ja, gut, jetzt hatten wir gerade ja auch einen 97 und 96, aber du kannst damit überhaupt gar kein Minus machen. Und irgendwann ziehen wir vielleicht auch mal einen 99er Ronaldo. Brasilien. ZDV. Okay, jetzt haben wir noch einen 93er, aber vielleicht mehr Summerstars. Okay, zum Beispiel das Pack ist jetzt ultra bad. Ich hau jetzt mal alle die rein und guck, was wir dann für eine Bewertung haben. Das ist ja wahrscheinlich mit eins der schlechtesten, was man überhaupt kriegen kann, so gefühlt. Das ist schon sehr bad. Selbst bei dem Pack spare ich einen 93er und einen 91er und ich gebe halt Silberkarten schon ab. Man könnte sogar noch mehr sparen, wenn man jetzt nicht so pleite wäre wie ich. Wahnsinn. Dann habe ich jetzt mit zwei Packs einen 93, einen 93, einen 91er, einen 97, 96er, 94, 94er. Das ist fast ein 92er-Team für den Angreifer-Pick. Und genau das habe ich dann auch gemacht. Also ich habe dann angefangen, gestern Abend noch weiter, also so ungefähr 2 Stunden in etwa, die 10x85-Plus-Packs zu öffnen. Mein Verein war bis dahin ja absolut leer. Ihr habt es gesehen durch den grandiosen Icon-Pick mit 5 93ern.
Und den Zweimal Plusback habe ich ja auch nochmal gemacht. Das Problem war, ich hatte danach, weil ich hatte eigentlich geplant, dass das für euch als letztes Video so zu bringen. Deswegen hatte ich auch zu dem Zeitpunkt nur noch 13.000 Münzen, weil ich habe einfach, oder ich glaube knapp 14.000, 15.000 Münzen, weil ich dachte mir halt, ja, passiert jetzt halt eh nicht mehr viel. So war es jetzt auch die letzten 3, 4, 5 Tage, gab es auch teilweise gar keinen Content, habe jetzt überhaupt gar nicht gerechnet, dass jetzt sowas noch kommt. Das heißt, glaubt mir wirklich, man braucht dafür wirklich kaum Coins. Das Einzige, was ich noch hatte, war Silberspieler und Bronzekarten. Ich habe sogar irgendwann angefangen, 64er Bronzekarten in die SBCs reinzuhauen. Konnte dann halt vielleicht immer 1,93 oder so weniger safen. Aber ihr habt es ja auch gesehen, gerade live. Du kannst praktisch für jedes Pack, die Packs waren halt gut in Sachen SBC-Futter, jetzt auch nicht geisteskrank, hier, keine Ahnung, halt 3-4 Karten über 93 immer. Ich habe euch einfach jede Menge mal so im Schnelldurchlauf reingeschnitten, ohne die Riesenanimation, habe auch die meisten Sachen durchgeskippt. Aber selbst wenn man halt Bronzekarten abgibt, selbst dann macht man halt immer noch easy Gewinn. Und wenn ihr halt, wie gesagt, zur Not gar keine Karten mehr habt, zieht ihr halt für die 400 Coins ein paar Bronze-Packs oder so. Ist bei mir aber sowieso gar nicht passiert, weil ich habe ja wiederum auch tauschbare Karten bekommen, wenn ich die Icon-SBCs abgeschlossen habe. Oder, keine Ahnung, wenn ihr R9 abschließen wollt oder C7, auch dann kriegt ihr Packs, die sind meistens tauschbar. Die könnt ihr dann entweder verkaufen, dann habt ihr nochmal ein paar Coins, weil Goldkarten sind, glaube ich, auch gerade auf über 1k, selbst wenn es nur so 75er sind. Also so kommt man eigentlich in so einen Kreis rein, wo man absolut nicht verlieren kann. Ich denke immer, für jeden ist das System mittlerweile klar. Ich möchte euch an dieser Stelle einfach nochmal herzlichst auch einladen zu meinem Discord. Da haben wir auch gestern wieder so eine Art Public Viewing veranstaltet. Jetzt war halt Offstream in einer entspannten Runde. Allerdings, wenn ihr jetzt selber noch sehr, sehr viel grindet, wenn ihr selber Lust noch darauf habt. Ich kenne das ganz gut von früher. Gerade zu so einem Zeitpunkt hatten jetzt unbedingt meine Freunde nicht mehr so ultra Bock, FIFA zu spielen. Ja, die haben dann halt vielleicht irgendwie zu Beginn gezockt und nochmal so bei Team of the Year. Aber jetzt, ich sag mal, zwei Wochen vor dem FIFA 22 Release, haben jetzt wenigstens noch FIFA 21 gespielt. Und glaubt mir, auf dem Discord bei mir bin ich und noch viele andere Bekloppte, die beispielsweise gestern erst dann noch 2 Stunden lang diese Packs gemacht haben. Ein paar von euch können das halt auch übertragen. Ich kann meinen Bildschirm teilen und so können wir dann immer gegenseitig schauen. Der hat einen Icon-Pick, der hat einen Icon-Pick. Wir können auch mal irgendwas gleichzeitig öffnen. Und ihr seht, ich habe dann natürlich den nächsten Icon-Pick gemacht. Habe ich jetzt schon fast vergessen vor lauter Aufregung. Das war dann an diesem Tage der zweite Icon-Pick, 93 plus. Es waren bisher 10 93er drin. So viel zum Thema. YouTuber haben immer total viel Packluck. Ich habe es schon mal angesprochen. Das war mal wieder überragend davor. Ich habe ja ein Video aufgenommen mit Max. Das habt ihr Montag gesehen. Da waren, glaube ich, ein Marco van Basten drin. Also ich bin auf einer guten Streak, was die 93 plus betrifft. Wir haben auch gestern diskutiert, macht es mehr Sinn, den Angreifer-Pick zu machen oder den normalen Moments-Pick, der natürlich deutlich weniger Aufwand ist. Also davon kann man wahrscheinlich, man kann ungefähr 3 Icon-Moments-Picks machen oder einen 93 plus. Ich gehe lieber auf den 93 plus, weil wenn wir einen geilen Angreifer haben, kommt natürlich auch darauf an, was er schon für Spieler hat. Wenn er schon Cruyff-SBC gemacht hat und R9 oder so und der braucht eher so Vieira, Ronaldinho, Maldini-mäßig, dann ist natürlich der andere Pick irgendwo besser. Ich brauche aber halt eher die Angreifer, weil die Abwehr halt sehr, sehr gut aufgestellt ist. Hat auch einige Team of the Years. Ihr seht, also ich könnte noch einen Mbappé und einen Bruno sehr gebrauchen. Natürlich CR7 99er, Firmino 99er und Neymar 99er. Die habe ich alle noch nicht. Also es ist auch nicht so, dass ich nichts gebrauchen kann. Ich habe, um ehrlich zu sein, irgendwann aufgehört, euch die ganzen Karten reinzuschneiden. Auch die ganzen Packs. Ich weiß nicht, wie viele es dann waren. 30, 40, ich habe keine Ahnung. Es geht in jedem Fall schneller, als man denkt. Ich habe, wie gesagt, in nicht mal zweieinhalb Stunden 3 von den 93 plus Icon Packs gemacht. Das heißt, ihr hättet halt easy auch mit den Sachen R9 abschließen können oder C7 oder wie auch immer. Mit 2,5 Stunden Packs ziehen, Packs arbeiten. Nächster Pick, ich brauche es gar nicht vorwegnehmen, meine lieben Freunde. Die nächsten 5 93er, ich schau mal, also ich hätte natürlich auch einfach Pelé oder R9 als SBC machen können, aber das werde ich nicht tun. Das heißt immer noch Pack to Glory, der Account, die werden wir ja wohl schon irgendwie ziehen. Ihr seht es an meiner Reaktion, ich war relativ traurig und nach einer halben Stunde, ich habe euch jetzt nicht mehr die ganzen 10x85 plus nochmal reingeschrieben. Es ist eh immer dasselbe System. Nächsten aufgemacht, immerhin ein Brasilianer, Van Basten, Ori und Eto. Für Eto habe ich mich dann im Endeffekt auch entschieden. Also ich sag mal so, wie es ist. Es war sehr dürftig, die Ausbeute. Es war sehr, sehr dürftig, die Ausbeute. Und deswegen
dachte ich mir, komm, zum Abschluss für heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Denkt dran, wenn ihr selber noch sehr Lust habt am Grinden, Link ist unten in der Videobeschreibung zu dem Discord. Wir haben da, wie gesagt, unseren eigenen Channel dann abends. Der heißt, glaube ich, auch Public Viewing 10x85+ oder so. Werdet ihr finden. Ansonsten fragt ihr einfach nach. Da hoffe ich dann, dass der ein oder andere sich da vielleicht nochmal wiederfindet. Wir ziehen zum Abschluss nochmal einen 10x85er, gucken einfach mal ganz entspannt, was da drin ist. Und ich werde dann wahrscheinlich nochmal ein, zwei nice Videos vorbereiten. Ich dachte gerade erst Neymar, das kann natürlich gar nicht sein. Auch in Sachen Icon Picks und so weiter und so fort. Da kann man jetzt dann nämlich ordentlich grinden. Das ist nochmal ein Verratti und ein Chiellini für zwischendurch, das passt. So macht FIFA mir immer noch sehr viel Spaß. Ich denke, den meisten von euch auch. Das war's von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst dem Video gerne einen fetten Daumen nach oben da. Wir sehen uns. Macht's gut, Leute. Haut rein und ciao.